Ach, ich kann schwingen? Mit Maus 2 kann ich schwingen. Ach, geil. Das wusste ich gar nicht, ne. So Lara Croft-mäßig. So, hi. Und ha. Und hey. Ja. Hüha und hey sind unsere besten Freunde. Ich bin hier glatt für Ende. Die Bullen sind rutschig. Halte die Balance. Yeah, yeah. Ach, ich will hier, ich will gucken, ob ich das mit Schwingen hinkriege. Ja, da hatten wir ihn noch mal kurz als Pfannkuchen gesehen. Jetzt spulen wir mal lieber zurück und hangeln uns hier mal so ganz sachte entlang. Ja, sonst nichts anderes zu tun, außer an solchen Kleiderstangen hier rumzuhangeln. Kalina ist schon tot, da macht es auch keinen Sinn mehr. Ich schwing hier mal einfach so. Und ich spring daneben. Ja, wir waren mal bei dem Ding hängen geblieben, dass ich hier runter kraxeln sollte. Ey, ich bin wieder mal gestorben. Das macht jetzt aber auch keinen großen Unterschied für mich. Wir machen jetzt einfach mal hier eiskalt weiter. Game over, game over. Leck mich, wie oft bin ich heute schon gestorben? Ich glaube, ist ihr merkt schon, Prince of Persia ist nicht so ganz mein Spiel. Ich bin da jetzt nicht wirklich gut drin. Aber ist ja auch egal. Wir werden schon irgendwann besser. Irgendwann. Und hey, da da hu, da da hey. Ja, wir schwingen an der Stange wie ein Go-Go-Girl. Ein Go-Go-Girl. Ein Go-Go-Girl. Wir schwingen an der Stange wie ein Go-Go-Girl. Ein kleines Go-Go-Girl. Vorsicht, die Bullen sind rutschig. Halte die Balance. Wir schwingen an der Stange wie ein Go-Go-Girl. Go-Go-Girl, Go-Go-Girl. Wir schwingen an der Stange wie ein Go-Go-Girl. Ein kleines Go-Go-Girl. Wir hangen an der Stange wie ein Affenkind. Affenkind, Affenkind, Kind, dö, dö. Ja, bevor wir hier noch irgendwelche uralt oder Scheißdreckslieder hier so covern, ja, machen wir mal lieber das Spiel weiter. Drücke leer, um auf die Stange zu klettern und springen. Ach, ich hab sogar richtig, ich hab gedacht, da muss ich, ja, das war jetzt reines Glück, dass ich hier, ich bin mich einfach auf die Taste gekommen. Aha, ich bin ehrlich, wenn das kein Können ist, ja, das ist klar, oder? Also, ja, also, ja, also. Soll ich da jetzt runter? Gut, Kopf runter. Wii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 i
So, und jetzt gehen wir da wieder hoch. Ich sag eines, die Steuerung ist hin und hackt mir. Also zumindest bei mir hackt die dann wieder ein bisschen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, woran es liegt. Mit PC eigentlich nicht. Kann aber auch daran liegen, dass ich hier auf dem Bett spiele. Also zu gut Deutsch, wirklich mein PC sich gerade auf dem Bett befindet und ich da meine Runden zocke. Könnte so ein bisschen daran liegen, glaube ich. Nehmt es mir nicht übel, nur ich habe keine Lust, immer hinten vor einem PC so einen kleinen Eck zu flacken. Deswegen steht da mein. Was ist das jetzt? Ist da gerade eine Tür aufgegangen? Da, Eckschuppe. Ja, wohin jetzt? Naja, da. Ja, da zittert er schon so. Tun ihm jetzt die Eier. Ich verstehe aber auch nicht, warum der Typ da immer reinflatscht. Naja, ist ja auch nicht unser Problem. Wir machen jetzt hier mal ganz flott die weiter. Der geht immer so tief runter. Ich mag das nicht so gerne so. Ja, was jetzt? Ist wieder so eine Runterfallaktion wahrscheinlich bald. Alter! Ist der Hacke. Er sah doch so aus, als würde er aufs Klo gehen müssen. Dem war aber nicht so anscheinend. Ja, wohin jetzt? Was bringt ihr euch nicht viel? Vielleicht jetzt springen? Aha, jetzt springen. Ist ja cool, okay, das haben wir jetzt schon mal geklärt. Naja, ich bin schon wieder tot. Dann habe ich gerade irgendwie nicht gut hingekriegt, vor allem. Es ist halt echt schwer, weil ich kann mich halt leider Gottes auch nicht wirklich konzentrieren wegen meinem Fuß, das tut mir leid. Aber Alter, ich langsam reicht mir das aber mit den Leveln hier. Mit diesen ganzen Rätseln, sondern diesen kleinen Dingern, wo du nicht nur aufmerksam sein musst, sondern wenn du laberst, hast du das Problem, dass du dich schon bald nicht mehr konzentrieren kannst. Da haben wir ein Problem schon, wir alten Zocker hier, ja, wir. Na, ist ja auch egal. Also machen wir, probieren wir es nochmal. Ich versuche wieder weiterhin zu plappern wie ein Plapperstorch. Ahahaha. So, da. Vor allem. Das Spiel empfiehlt übrigens auch die Benutzung eines Gamepads, was ich wiederum nicht benutze, wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben. Und jetzt. Ha! Ich bin gut, und wo geht's jetzt? Moonwalk! Ja. Jetzt sind die Eier wieder komplett im Arsch. Alter, was hat der für Stahleier, dass der so scheiß ausfällt? Hä? Ha? Was ist jetzt? Was zur Hölle? Ach so. Ich erwähnte ja, wir sind zwei Personen. Ich wusste aber nicht, wann das eintritt. Dieses eintritt. Ein Sandmonster! Nimm es, wie du willst, Prinz. Mir wurde die Macht verliehen, deine Feinde zu besiegen. Jetzt nutze sie. Kann es sein, dass meine Energieleiste stetig dahin schwindet? Wo ist der Nutzen? Kampf werde ich zusehends schwächer. Dann töte sie. Ihr Leben gibt ihr ganz zurück. Fühlt sich gut an, sollen. Locke sie ins Licht. Schlag zu, solange sie blinzeln.
auf jeden Fall macht es schon irgendwie Bock, hier mit dem Typen rumzulatschen. Und der Attacken sind mal richtig geil, ja. Wisst ihr, wie geil ein Kombo wieder drauf war? Das finde ich cool. Einzige, was mich nervt, ist, dass ich hier quasi dauerhaft immer jemanden umbringen muss oder solche Sachen zerstören muss. Weil sonst bin ich ja irgendwann ganz schnell tot, die Karoti, und das ist irgendwie jetzt nicht so das Besondere, glaube ich. Für die anderen Sandmonster hier. Alter, lass du den Scheiß mal. Alter. Alter, jetzt reicht's. Das nervt so ein bisschen, dass diese Viecher die Dauer attackieren und ich kann fast nichts dagegen tun mit dem Typen. Das ist irgendwie schon irgendwie echt kacke. Weil es nervt irgendwann. Und jetzt gerade so die Finger umzubringen, ob in so einem Jump and Run Spiel, jetzt ist es halt ein reines Hack and Slay. Das macht dann auch nicht so viel Spaß. Vor allem, weil ich eigentlich gedacht habe. Vor allem, weil ich eigentlich wollte, dass ich euch einen Jump and Run zeige, ein Adventure Spiel und keinen Hack and keinen halben Hack and Slayer. Halt E gedrückt, um mit der Kette zu greifen, oder? Mutterrollen und alles. Ist nicht von Dauer. Ist es, wenn du es willst. Tue ich nicht. Aber du wirst. So. Mal ganz schnell töten hier, dann ist das mal ein Problem. Und das war jetzt aber richtig knapp. Weiß ich schon wieder besser hier. Ich. Das mache ich mal gar nicht. Das sind diese Momente, wo 100% ich verrecke. Und die sind nicht gerade so mein Lieblingsding. Das Monster dürfte ja vielleicht hoffentlich keine Eier haben, weil sonst wären die jetzt wieder am Arsch. Und jetzt bringen wieder unschuldig liebe Tiere um. Das reicht auch mal wieder. Was für ein kleiner Bastard. Also ist ja auch schon mal wieder hinüber. Das Karottengemüse hier so. Das ist für die Nächste. Ja, das halt ist sehr, sehr viel Hack'n'Slay. Und das nervt, weil ich vielleicht dann dauerattackieren können, du kannst nichts mehr machen. Das geht mir dann ein bisschen sehr auf den Sack. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so besonders gemacht. Ach, da komme ich doch her, oder? Ja, das heißt, ich muss hier lang. Und da ist wieder was zum Rust ziehen. Und unser Schniedel da hinten, der fliegt immer die ganze Zeit in der Gegend rum. Nein, nein. Nein, verdammt! Ich tue mit der Kamera dahin und... Merkt ihr es?